Und damit herzlich willkommen zurück bei Fallout 4 bei der Burg der Minutemen mit dieser schönen melancholischen Musik im Hintergrund. Und wir haben diese fette Königin, Mutter, was auch immer, gerade erledigt. Und haben hier ein Tor. Hallo Tor. Okay, wir haben die Aufgabe endlich, Gott sei Dank, geschafft. Und ja, haben gut weitergespielt eigentlich. Oh, es gibt so viele Punkte hier. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich erstmal zu diesem... Springst du da fett? Huch. Verdrückst. So, wir machen mal hier noch diese eine Aufgabe fertig, bevor wir uns mal wieder neu die Quests abgeben, neu ausrüsten und alles andere machen. Bei dieser Quest, wo wir jetzt hingehen, sollen wir, wenn ich mich richtig erinnere, es tut mir leid, wenn nicht, Technologie finden. Das kommt von dem, oh, ich weiß nicht mehr die Fraktion, aber halt von dem Paladin und den beiden Rittern. Der Typ gibt uns immer Ausrüstungsmissionen, die Frau gibt uns Technologiemissionen und die machen wir jetzt. Und schauen, dass wir dann dort zügig vorankommen bei den Quests. Ja, und dann irgendwann auch wieder einen Abstecher nach Diamond City machen, um, na, was zu tun. Oh, hier waren wir schon. Hier war Gole. Um natürlich Diamond City erstmal ein Häuschen zu kaufen. Und um unseren Sohn Sean zu finden. So, wir haben hier einen wilden Ghoul. Okay, Dom macht das hier rigoros. Hier haben wir eigentlich schon gesäubert, allerdings sind die wieder da. Den Wohnwagenschlüssel haben wir, sehr geil. Und damit können wir schon den haptischen Antrieb besorgen. Juhu. Und noch ein bisschen Munition. Ein bisschen viel sogar. Sehr cool. Tja, das war's hier auch schon. Das ging ein bisschen zügiger. Ich guck mal, ob wir hier noch was haben. Moment, habe ich alle aktiviert? Nehmen wir aus, besten Simona. Gut, wo er spricht mit den Siedlern. Bla. Okay, wir hatten ja dann noch neue Missionen bekommen. Säure den Ausposten Simona. Und hier sollen wir die Siedler befreien. Trainingsgelände. Ja, komm, machen wir mal. Waren wir schon beim Außenposten? Nein, da waren wir noch nicht. Da gehen wir mal nach Tempinus Bluff. Und begeben uns an den Rand der Welt, um den Außenposten zu säubern, die Gule zu töten und bisher mit Tom Spaß haben. Das klingt ein bisschen falsch, weil Tom ja ein männlicher Name ist. Ist auch egal. Ja. Herrlich. Okay, einmal sicherheitshalber speichern. Wir müssen... Dann glaube ich da... City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Im Hintergrund hören wir wieder Schießereien. Halb so schlimm für uns. Wir laufen einfach durch. Hier brauchen wir neue Stimpacks. Ui. Hier. Hier hat jemand geschossen. Ich hab Angst. Okay, da wird einer... Art? Ich kann nichts sehen! Art. Wieso beschießen die sich? Wieso beschießen sich die beiden Arts? Sind die doof? Wie viele Schuss habe ich noch übrig? Oh, Scheiße! Hä? Ein Junge aus dem Commonwealth gibt so schnell. Sag mal, habt ihr eine Waffel? Warum schießt. Warum erstens schießt ihr aufeinander? Und warum. Na klar. Du kriegst mich nicht. Das vorbei ist. Wir hauen einfach mal um. Wo ist er denn jetzt? Kronkorschuppe. Okay. Was sagt der jetzt hier? Hallo. Bitte. Ich will einfach nur alleine sein. Das Ding sah aus wie ich. Ja, das stimmt.
Hör zu, ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatschen. Okay, Art. Aber das fand ich gerade ein bisschen merkwürdig, diese Szene. Immerhin hat der Typ gemerkt, dass das nicht er war. Aber ich denke mal, unsere Doppelläufige Schildflinte, die hat ja auch nur zwei Schuss, aber die hat ja mehr. Komm her. Oh, yeah. Yeah. Okay, cool. Der Berg hochklettert. So, ich glaube, hier müssen wir hin. Boomer. Endstation. Warte. Oh, ne. Und ich habe noch gesehen, der hat irgendwas auf der Schulter. Und dann ist das auch einfach so eine Mini-Atom. Nein. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da muss, glaube ich, Ursula ran. Ursula, ich zähle auf dich. Komm schon her, Feuer. Wichser. Alter. Wenn ich dich finde, bin ich. Einfach mal eine Granate hin. Okay, hier haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Räder. Stimpack. Komm schon, komm schon. Ja, okay. Ist er hier? Da ist er. Komm, komm! Ja. Du kurze Zeit? Ich möchte dir was sagen. Stimmt etwas nicht? Stimmt was nicht? Ich weiß nicht. Sag du es mir. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ja, ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ich war mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst, dass wir außerordentlich nett zu ihr waren, aber... Ich sage einfach mal, das ist eine raue Gegend und zu zweit ist es angenehmer. Das Combat Zone zu überleben, muss ganz schön hart gewesen sein. Das ist noch nett ausgedrückt. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Tja, aber das werden wir nicht tun, weil sie... Ja, sie sagt ja eigentlich, sie ist unsere Begleiterin, sie ist unsere Freundin und sie schuldet uns damit nichts. Du schuldest mir gar nichts. Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Okay. Wir haben, glaube ich, Tom. Ja. Was hat denn der hier? Außenposten. Simona. Was ist... Der hat doch wieder hier ein Stimpack Fatman, Raider. Wir machen den mal nackig einfach. Ja! Du versorgst nachts 5% mehr Schaden. Unglaublich überwältigende Geschichten. Yummy. Der über Pilot, ne? Okay, wir haben ja einen zerfetzt. War das der? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Schauen wir mal. Ob wir so ein Rekrutierungssignal bauen, ne? Das können wir sogar bauen. Huch. Ich will raus. Kann ich durch? Soll ich die Tür erst aufmachen? Gibt's hier schon Strom?
Wir sind auf jeden Fall über Leitung. Hier. Gibt's auch Strom für Lichtscheinwerfer? Wieso brennt das denn da? Da brennt es, da nicht. Okay. Schauen wir mal. So. Wir machen mal den Rekrutierungsleitstrahl. Und gucken. Kabel anbringen. Reparieren, wir müssen das. Ah, okay, reparieren. Strom hat er. Strom hat er. Und kann wieder für die Produktion. Wir bauen eine Aktiviere. Yes! Gesagt, wir können wir nicht raus. Oh, jetzt. Jetzt kommen wir raus. Okay. Ja, cool. Damit haben wir schon diesen Ort gerettet, aufgebaut, lebendiger gemacht und finden hier wie immer nichts. Okay. Da war auch nichts. Kann man hier rein? Hier unten? Nein. Okay. Aber die Mission haben wir geschafft. Wir können jetzt gleich weiter mal zu der zu den Country Crossings gehen. Und sollen aber noch mit... Naja, gehen wir erstmal hin. Haben wir die schon entdeckt? Gehen wir mal zum Trainingsgelände. Und daraus ist es nämlich nicht weit. Diese Wader mit diesen Power-Rüstungen, ne? Sind schon nicht ohne. Country Crossing. Hier waren wir schon mal sogar tatsächlich. Fast zumindest. Was sagt denn der Herr Siedler? Hallo Siedler. Hi. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Sie. Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr da draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Alles klar. Sprich mit der Siedlung. Okay, jetzt haben wir Pesten, aber wir haben noch die Quest. Ich hab den Laden schon gesäubert. Oh, wirklich? Sehr geil. Das ist ja toll. Es war echt hart für alle, ständig auf der Hut sein zu müssen. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Ja, sehr gerne. Das war ja mal ein Geschenk. Aber wir sollen mit Preston reden. Brauchen wir dazu? Sprich mit Preston Carway. Ist nur die Frage, wo der ist. Da ist Preston. Okay, ist anscheinend auf dem Weg zurück nach Sanctuary. Wir haben das erkundet. Okay, wir gehen mal zurück nach Sanctuary. Zack. Zurück zu unser Zuhause, zu unserer Hochburg der Siedler. Obwohl wir jetzt ja auch sogar eine richtige Burg besitzen, aber Ausbau, nee, die kommen schon klar. Ich muss gerade überlegen, wir hatten ja mit diesem Riesen, mit dieser Mutter, die Mama, unseren ersten Boss, wenn man das so sagen darf. Ich meine, riesenmutiertes Wesen, ultra stark, hat uns mehrmals dahin gerafft. Na gut, andere haben es auch schon geschafft, unter anderem wir selber auch. Aber die war ja wirklich hart. War groß, hat viel einstecken können. Das Übliche halt. So, Preston kommt langsam hierher. Wir machen mal derzeit einen Kassensturz. Oh, Fatman! Zack, Splittermine kann alles weg. Ursula, Gamma-Kanone. Verursacht 10 Sprung, der Kyroschan auf Red bei 10 mal wenn drauf ein. Okay.
Aber wo ist eigentlich unsere... Wir haben ja noch dieses eine Gewehr. Ey, ich komme gerade nicht auf den Namen dieses... Lasergewehr. Hat er unser Stimpack zu... Wo haben wir das denn? Big Jim? Der Zahn ist es auch nicht. Alter, wir haben so viel rechtschaffene Herrschaft. Nehmen wir natürlich mal wieder mit. Schaden tut er nämlich nicht. Okay. Preston, komm näher. Wir schlafen mal eine Stunde. Jo. Okay. Gute Nacht. Bye-bye. Oh, ja, uns geht's wieder gut. Jetzt wird es auch Preston herkommen. Alter, der hat in der Stunde nur so wenig Weg geschafft. Was ist mit dir verkehrt? Was? Ja? Manche Tage sind hart. Vorsichtig. Aber selbst die Sachen sind immer einfach zu ertragen. Stehen die da alle? Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ja. Ich habe die Gule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Es gibt eine weitere Siedlung, die unsere Hilfe braucht. Ich hoffe, du kommst schnell hin. Wir müssen den Leuten zeigen, dass die Minutemen zurück sind. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Okay, wir kriegen immer mehr Missionen. Wir sollen immer mehr machen. Unsere Mission, unsere Stimpacks geht's auch gar nicht gut. Müssen wir auf jeden Fall bald mal wieder einkaufen gehen. So, mal die Quest aktivieren, mal gucken, wo die sind. Okay, die haben wieder Probleme. Und dann sollen wir eine neue Siedlung. Die Wunderstation hat auch Probleme. Okay, das reicht erst mit den Siedlungen. Wir gehen mal zum Polizeirevier, verkünden unsere tolle Nachricht. Hey, wir haben alles gesäubert und hey, wir haben die Technologie gefunden. Gibt uns EP, gibt uns Sachen, gibt uns ein Level Up. Yeah. Und mit dem Level Up, das wir dann gleich kriegen, denke ich, ja, doch, scannen wir mal wieder. Ein bisschen in Waffen, also in Waffenmods, also in Waffentechnik, Waffenhandwerk. Handwerker, Waffen und Rüstung und so Kram und Wissenschaft natürlich, damit wir schön weiter uns verbessern können, unsere Sachen upgraden können, um natürlich immer stärker werden zu können. Ich frage mich, ob man es schafft, den ganzen Skillbaum durchzukriegen. Das wäre schon recht awesome eigentlich. Ihr fragt euch, warum? Weil man dann einfach selber awesome ist, ne? Gott, war das eine schlechte Weisheit. Mach dich awesome oder skille Sachen, damit du andere Sachen awesome machen kannst, damit du selber awesome werden sein, tun wirst, kannst sein, haben wollen. Ich laber wieder nur Scheiße. Das ist schön, das gefällt mir. Und irgendwie müssen wir ja am besten die lange Zeit überbrücken, weil es sind so viele, wenn wir hin und her reisen. Es tut mir leid, aber ich kann es leider nicht ändern. So, zumindest war die relativ okay. Stecken wir unsere Waffe weg und sagen immer... Wie läuft es mit der Technologie? Schon gefunden? Na, aber freilich. Hier. Großartig. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier, deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Na klar, immer her damit. Bestätige. Perfekt. Das Gebiet ist auf deiner Karte. Also los. Und es bestätigt leider meine Vermutung, dass wir immer so zu den einzelnen Gebieten geschickt werden. Na, das wurde aber auch Zeit. Das Gebiet ist sauber. Ja, auch das ist sauber. Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Hier, das bekommst du noch. Solange es die Bruderschaft gibt, haben diese Monster keine Chance. Wenn du bereit für deine nächste Mission bist, komm zu mir.
Ich bin bereit. Verstanden. Hier ist das neueste Zielgebiet. Ich will dich erst wiedersehen, wenn der Ort gesäubert ist. Ja, okay. So, und es ist leider so, wie ich es mir gedacht habe. Wir werden durch diese ganzen... Folge weiter, dem Freedom Trail. Wenn ich das will, sollte ich die Wayward finden, hat man mir gesagt. Der einzige Weg, den ich habe, ist, folge dem Weg der Freiheit. Dieser Touristenpfad beginnt im Boston Common. Ich möchte ehrlich gesagt mal die Quest machen, der Weg der Freiheit. Moment, ich glaube, das war ja... Hier, oder? Kann ich das nicht sehen? Moment, wo war denn der Freedom Trail? Trinity Tower? Trinity Plaza? Folge dem Freedom... Alter, ist das gerade hell. Folge dem Freedom Trail. Ich mach mal spaßhalber alles aus. Aha, wie ich mir schon gedacht habe, dann ist das alles weg. Ich glaube, das war hier irgendwo der Freedom Trail. Ich gehe mal zu Hesters Haus. Ich kann ja nicht reisen. Yep, ich war's. Okay, der Freedom Trail. So finden wir das Institut. Wo ist der Freedom Trail? 14, den haben wir. Trinity Tower, Trinity Plaza, Stadtbibliothek. Okay, gehen wir mal zu Hesters Stadtbibliothek. Irgendwo hatte ich nämlich... Das war, glaube ich, irgendwo in diesem Gebiet mit dem Freedom Trail. Sie gibt es verschiedene Ausführungen von skelettartigen Gen-1-Modellen bis hin zu hochentwickelten Gen-3, die man nicht von einem Menschen unterscheiden kann. Das scheint der Valentin zu sein. Die Gamma-Kanone verschießt Strahlung, die für Menschen tödlich ist, aber gegen fast alle Gula-Roboter und Dödelkanone nichts ausrichten kann. Oh. Okay. Was sollte man sich merken? Und hier ist so ein Synth. Synth? Ein Roboter der ersten Generation, Gen 1 wahrscheinlich. Und ist einfach nur das Gestell und sieht nicht einen Menschen. Also sieht schon ähnlich, aber man sieht, dass es deutlich ein Roboter ist. Deswegen das Gen-1-Modell. Oh, wisst ihr, was ich komisch finde? Immer bei den Aufnahmen muss ich immer aufstoßen. Die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so, als wenn das so ein Zwang ist. Jetzt macht der Schilke eine Aufnahme. Jetzt muss er aufstoßen. Los, Körper, gibt es ihm. Oh, herrlich. Okay. Geh mal da lang. Trinity Tower Signal. Los geht's! Ist auch einer. Wow. Ich hab die Stimpacks vergessen. Sehr schön. Eine richtige Kamikaze-Pistole. Wer hat I Am Legend gesehen? Das ist, ne? Oder hast du so eine Puppenfigur als Falle dann aufgestellt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich mich hinbegebe. Komm mit Zone. Gehen wir mal zu Combat Zone zurück. Ich versuche mal den Weg zurückzugehen, den ich gegangen bin. Wo ich meine, mich zu erinnern, das ist der Freedom Trail. War das hier? Oder ist hier vielleicht? Es ist so viel, ich weiß es nicht mehr.
Was? Ich würde es nicht. Nö, nö. Und wir irren hier durch die Stadt. Auf der Suche nach dem Freedom Trail. Boah, ich weiß gar nicht wohin. Hier ist ja auch einfach nichts, ne? Hier geht's hier hin, hier geht's zurück. Okay. Dann fangen wir einfach mal den Weg. Ja, Ubrex, komm. Ich will gerade, ob wir da reingehen. Da gibt es bestimmt Sachen für uns. Was hast du denn hier für ein schöner Platz? Huch, oh, ist ein Wasser. Na, okay. Den filmen wir jetzt so im Moment nicht wieder. Machen wir da alle Quests an. Huch, der Weg zur Freiheit. Triff aber dort bei der Mauer. Wir gehen mal zur Kanalisation. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da rauskommen. Die Schule von Diamond City bietet allen Kindern der Stadt, unabhängig vom sozialen Status ihrer Familie, kostenlose Bildung. So muss das sein. Durch die Strahlung wurde der gewöhnliche Kaiserskorpion zum tödlichen Red-Skorpion, der eines der gefährlichsten Raubtiere des Ödlands ist. Vorsicht vor seinen Scheren und seinem Giftstachel. Na gut, gehen wir mal Diamond City, kaufen uns das Häuschen, kaufen uns von unserem restlichen Geld komplett Stimpaks. Wir brauchen wieder so viele. Hohoho. Theoretisch können wir gucken, ob wir uns auch wieder welche herstellen können. Da müssten wir nach Sanctuary zurück. Alter. Wieso will der uns da nach oben schicken? Das war ja gerade fette Bombe bestimmt wieder. Ja, okay, wir sollen da hoch. Ich möchte aber hier hoch gehen. So. Einmal Aufzug hoch, bitte. Einmal. Oh, Fahrstuhlmusik. Jetzt gibt's auch Fahrstuhlmusik. Nein, ist das toll. Eins und zwei. Ach, herrlich. Wenn wir Action suchen, werden wir sie hier bestellen. Brauchst du etwas, Schätzchen? Eine Baugenehmigung oder suchst du einen Job? Baugenehmigung. Erzähl mir nochmal von diesem. Ein Haus ist. Haus kaufen. Ich nehme es. Hier ist der Schlüssel. Dann möchte ich dich mal als Erste im großen grünen Juwel willkommen heißen. Yippie! Homepage. Oh, ich weiß, was das ist. Geneva. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Danke. Da hinten ist eine Tür. Habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht nach Ärger aus. Sorg dafür, dass sie keinen macht. Jojo. Werden wir hier mal gucken? Entschuldige mich, aber ich habe im Moment sehr viel zu tun. Ein Stärker. Das kriege ich vielleicht auf. Wollte ich nur sagen. Was? Hier gibt's ja voll viel. Bürgermeister McDonough? Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich bin schließlich der Bürgermeister. Ja, eingebildete Person. Ich hasse so Leute. Eine Tür. Was finden wir hier? Nichts. Telefon. Was finden wir denn hier? Oh. Ein Gidia Butterka. Junge, was ist hier für ein. Boah, nerviges Geräusch. Und hier scheint dann, ja, so ein Arbeitsplatz zu sein. Okay. Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Ja. Und jetzt, entschuldige mich. Versteckt. Entdeckt. McDonough? Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun.
steckt. Nein, entdeckt. Versteckt. Safe des Bürgermeisters. Ja, das so, einfach hin. Verschafft. Patron, Patron. Kelloggs Hausschlüssel. Oh. Das hat geklappt. Und auch das Terminal. Bürgermeister mit das Terminal. Speicher mal und nehmen das mal auf. Willkommen. Owner. Okay, ein Treffer. Hector. Null Treffer, hinten kein R. Still, still, still. Passt mit Owner nix. Sound passt auch nix. Hector passt. Using. Using hat mit Owner auch nichts gleich. Sonic. Das N. Das Ender gibt einen Treffer, okay. Sword. Das ist dann Venom. Venom. Oder Handy. Venom oder Handy. Nein, das war Handy. Fickt euch. Entschuldigung. Schöner Tag, was? Du hast deine Genehmigung. Das ist ein sehr schöner anderen Tag. Anderen kann dir unser Büro nicht helfen. Okay. Ich habe es eilig. Tut mir leid. Hier können wir uns runterfallen lassen. Könnt sie denn hin? Na gut. Wir werden gleich wieder uns in Diamond City begeben und ein bisschen... Ich glaube, das war das Kellogg-Haus, ne? Gehen wir auch gleich mal hin. Unser Haus begutachten zum Kellogg-Haus. Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich werde nicht reden. Bin schließlich der und versuchen dann auch mal das Terminal zu hacken. Mal gucken, was da auch passiert. Ja, jetzt erstmal eine Aufnahmefolge Pause. Yes, Hammer Deutsch, Digga. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Fallout 4 und in Diamond City. Tschö, tschö.